Hallo und herzlich willkommen zu Manhunter oder wie ich die Serie auch nennen soll, schlechte Spiele auf Steam oder wie auch immer. Einmal hieß sie, was zocke ich eigentlich? Jetzt habe ich keinen richtigen Namen für sie, vielleicht habt ihr ja irgendeine Idee. Auf jeden Fall stelle ich heute das Spiel Manhunter vor. Wie ihr hier so schon seht, diese super Grafik hat mich 50 Rappen gekostet. Also ja, auf jeden Fall die Beschreibung des Spiels ist: When John Stryker Gullivan left the SAS, he's been far from thinking about retirement. A skilled sniper veteran of many covert operations, he was ready to take on the less legal side of the business. Jawohl, die Reviews sind größtenteils negativ, das heißt, ich kann schon mal nichts Gutes von diesem Spiel erwarten. Wir sehen schon diese super Grafik, sein super Gesicht, seine super Animationen. Und ja, auf jeden Fall, da ist das laut. Erstmal hier das Audio runterstellen, Musik am besten auch gleich mal. Und ja, ich habe mir gedacht, ich stelle euch hier mal ein paar schlechte Spiele auf Steam vor, wo man sich fragt, wie die das überhaupt auf Steam geschafft haben. Ich habe leider keinen guten Namen für die Serie. Ich schaue einfach mal mit einem neuen Spiel auf. Nehmen wir normal. Oh, diese Musik! Okay, also ich verstehe momentan kaum etwas wegen der lauten Musik. Auf jeden Fall sowas wegen einem Atomkraftwerk, wo irgendwie. Okay, irgendwie wird nukleares Material hergestellt und waffenfähiges Uran und. Sie haben Kontakt mit einem verloren und ich mache jetzt einfach mal Press to Start. Ausgerechnet auf Kahekabagan Village Busher Iran. Jawohl. What's the status? Boah, diese Grafik. Okay. Sieht aus wie fast wie COD4. Okay. Die merken da auch nichts, dass hier einfach mal ein Heli vorbeifliegt. Ja, sieht echt aus wie im Iran. Also überall diese. Palmen und. Okay. Bring it on. Bring it on. Negative. Okay. Was? Unsere Aufgabe ist, ein nukleares Kraftwerk zu zerstören, das ist aber nicht schön. Ha, der usual crap, boah, sind so badass. Okay, auf jeden Fall müssen wir schon mal einen Atomreaktor sprengen oder was auch immer. Okay. Ja, wir sehen hier schon mal diese. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Für 50 Rappen. War 75% Rabatt, glaube ich. Sonst kostet es, glaube ich, 2,50 oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht viel. Auf jeden Fall überlege ich mir noch immer einen guten Namen für die Serie. Boah, Sniper! Und boah. Copy that. Okay. Ho. Oh, die werden sogar markiert. Piu. Piu. Da hinten. Piu. Die Mausintensität ist nur etwas zu hoch. Game Options. Mausintensität etwas runter. Boah, ist sie zu niedrig. So. So, schon etwas besser. Die Musik ist viel zu laut, ich höre gar nichts, das kann ich in Vegas gleich mal wieder runterstellen, auf was weiß ich, wie viel Minus Dezibel. Okay, hier ist die Action-Musik. Wir fliegen hier über diese Stadt, die so total nach Iran aussieht. Was ist denn das da oben? Ein Vogel. Holy shit, ist die Taube fett. Stirb! Ja, okay. Oh, Gegner, Taliban! Oh nein, ich werde beschossen. Aua. Piu. Left shift to stabilize. Okay. Ich will die Taube wieder abschießen. Okay. Ja, auf jeden Fall macht das Spiel total viel Spaß. Bis jetzt. Nicht. Auf jeden Fall. Ich verstehe den Sinn noch immer nicht, wieso man hier eine Sniper von einem verdammten. Oh. Oh, was ist meine andere Waffe? Hier. Oh, was? Ich mit Barrett? Ich habe nicht mal getroffen, ja. Was? Oh, das ist unser Teammate, der hat uns gerettet. Okay, ich habe die Sniper, ich habe eine Schallgedämpfte, ich habe noch die Barrett. Okay. Oh.
Ja, dann. Wow, was ist jetzt los? What the f... Oh, da auf einmal ist Musik. Oh, safe. Safe Point, okay. Boah, diese Rennanimation. Huh. Jetzt kann ich immer nicht mehr. Sehen wir das denn? Oh, was? Nein. Ah. Auf. Hier fehlt um Mission. Okay. Okay, press fire. Ja, dann schießt er sogar noch. Okay, ich muss hier lang. Ich darf nirgendwo anders lang. Use. Okay, auch wenn ich aber gleich da hochspringen könnte, so hoch wieder springen kann. Oh, shit. Gegner. Piu. Oh. Oh, diese Soundeffekte. Bloody screen. So real. So in etwa. Oh, Alter. Schau, wie der fliegt hier. Eine AK. Oh ja, jetzt haben wir eine AK. Boah. Komm, ich fliege hier lang. Oh, oh. Habe ich eigentlich auch Nahkampf? Oh, ich scheiße, ich mich stumm. Okay. Vielleicht soll ich da nicht einfach reinrennen. So, use mal wieder. Benutze mal wieder die Leiter für unsere Zwecke. Piu, 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 piu. Ich habe mir die Barrett. Die Soundeffekte sind göttlich. Da, 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 da. Oh, nochmal ein böser Wicht. Böser, böser Taliban. Oh, oh, die spawnen da gleich. Spawn Rape hier, fast wie in Call of Duty. Hat immerhin noch bessere Spawns als MW3. Oh, diese Witze. Ich weiß auch nicht, aus welchem Jahrhundert die sind. Auf jeden Fall, das Spiel kommt mir vor, als wäre es aus 2002 oder so. Oh. Oh. Ja, dieser Rückstoß, diese Rückschusskontrolle hier, fast wie ein Counter-Strike, ne? Die KI, ich weiß nicht mal, wo sie hinrennen soll. Oh, Black Screen, Cutscene. Oh, dieses Modell, diese... Die Animation sieht aus, als hätte einen Stock im Arsch. Als bist du dringend auf die Toilette. What you doing here? Diese Synchro. We talk about that later, yeah. Eine fucking badass. Und ich weiß nicht, wieso, dass man jetzt dafür eine Katze gebraucht hat. Außer um die schlechten Animationen zu sehen. Oh! Headshots gelten die als... Ich schieße auf den Kopf, aber... Holy shit, mein Leben. Oh, ich habe Granaten. Moment mal, ich muss mal kurz die Controls durchgehen. WSD... Crouch, Action E... Meditech... Cool, okay. Und Reload, Throw Grenades ist auf G, okay, das hätte ich fast schon erwarten können. Kennst du? Okay. Also, Q ist nach... Okay. Granate! Das sah aber cool aus. Das Feuer da. Oh, Mist. Nahkampf. Oh nein! Ich fühle mich fast an die Kommando. Jetzt ist mich gespannt, wo der Checkpoint gesetzt wurde. Ernsthaft? Oh, nicht, oder? Okay, wir sind wieder da. Wir haben uns hier wieder einigermaßen überlebt. Ist das super synchro und schaut mal die Pistole an. Schaut mal, wie schnell das sie. Was? Jetzt komm. Rennt wir halt rein. Muss ich verarschen? Ja, was ich zeigen wollte, ist, schaut euch mal die Pistole an, wie schnell das sie schießt. Alter, was ist das für eine verdammte USP? Okay, dann wohl wieder ein Schnitt. Bis gleich, wenn wir wieder da sind. Yay. Okay, neuer Versuch. Jetzt gehe ich mal kurz hier lang. Was ich gewundert habe, man kann sich hier auch, glaube ich, hinlegen. Ich weiß, liege ich jetzt? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt liege oder was auch immer. Jetzt crouch ich. Ich glaube, jetzt liege ich. Ich habe keine Ahnung. Gut, auf jeden Fall habe ich jetzt wieder volle HP und jetzt hoffe ich, dass mir der Typ nicht wieder reinrennt. Hier seht ihr mal. Granate! Okay. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon wieder das Gefühl, dass ich nicht mehr leben will. Das Spiel gibt mir dieses Gefühl, weil es einfach so schlecht ist. Oh nein! Munition! Nehmen wir halt die richtig starke
USP. Wer ballert hier auf mich? Was hat er um? Fuck, keine Munition mehr. Das ist einfach so schlecht. Na, ah, Mist, okay, ich kann da gar nicht springen. Go, go, go! Oh, verdammt, nein, ich will nicht sterben. Die Checkpoints sind zu unfair, dass ich jetzt sterben will. Ja, Teammates. Da sind sie. Oh. Gib mir meine Sniper hier, jetzt quickscope ich. Wow, ich hab's noch nicht getroffen, aber ist gestorben. Diese Musik, die immer wieder von vorne anfängt, ne? Komm, jetzt quickscopen hier. Oder los. Stand. Oh, ja, yeah, game saved. Wow. Find some cover. Piu, piu. Also wie gesagt, wenn ihr irgendeine Idee hättet, wie ich diese Serie nennen könnte, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich habe keine Idee. Ich weiß nicht, wie genau ich die nennen soll. Shit Steam Games. No Scope. No Scope. Okay. Ich lasse mir da gerne noch immer was einfallen. Irgendeinen Namen komme ich schon jetzt in, sehe ich dann im Titel, wie ich das dann nenne. Oder im Thumbnail oder in beidem. Auf jeden Fall schlechte. Irgendwas mit Schlechtes zu tun haben. Irgendwie so etwas. Gut ist das Spiel überhaupt auf jeden Fall nicht. Aber hey, einer. Sagen wir es so, es funktioniert, okay? Das haben auch nicht alle Spiele an sich. Oh, Speerfeuer. Speerfeuer. Ah, verdammt. Kann ich hier rüberspringen? Boah, dieses Flankungsmanöver. Nein, nein, ich muss zurück. Ha. Boah, mit dieser Flankierung haben sie nicht gerechnet. Copy that. Ach, verdammt. Verdammt. Was ist jetzt los? Achso, Cutscene. Diese Gesichtsanimation. Und die Waffe, die durch den Arm durchklippt. Ja, dieses Spiel ist göttlich. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt jetzt noch jemand zuschaut. Falls ja. Wow, Game saved, okay. Ich soll sagen, gut gemacht, du hältst so lange durch. Du schaffst das. Boah, okay. Okay. Ja, so viel zu, ich bin bereit. Ja, weil ich alles gemacht habe. Darf ich hier durch? Unsichtbare Wand blockiert mich. Geh ich halt hier außen rum. Was? Hat das die Tür geöffnet, obwohl ich schon offen war, oder was? Explosive Fässer, das ist etwas. Oh, und fliegendes Gras. Das ist auch etwas, was ihr immer öfters in Pakistan, Iran und Afghanistan findet. Fliegende Menschen mit, was weiß ich, fliegender Boden. Ja, das ist etwas ganz Normales. Da wieder. Da, bam, fast ein Collateral. Wie überlebt das ein Schuss? Da, boah. Wir sind voll die richtig gute Anti-Terror-Einheit, die Terroristen tötet, die alle gleich aussehen. Okay, ja, oh, taktisch legt das nicht hin. Oh, dieses Quickscope. Go, 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 go. Hier, voll gegen Militär. Hier, richtig realistisch. Und dann dieser bloody screen, so real. So. Da. Das hat so funktioniert, ich find's lustig. Wie ich auch immer noch nachgelesen habe, man kann ja schon mal auch Waffen finden.
Was ist denn das? Ich gehe noch ein bisschen weiter nach rechts und schon kommt jetzt so ein Zähler. Okay, das ist wohl die Nuclear Power Plant. Ist nicht die Iran-Flagge? Oder sind die in Iran oder Afghanistan? Ich habe keine Ahnung. Ist fast alles das Gleiche. Wir fliegen da mal rund oder fahren hier runter, sagen wir es so. Game saved. Oh, was machst du so? Okay. Da. Holy shit. Oh shit, keine Munition mehr. Nachladen. Covering fire. Ich weiß gerade, ob ich schneller schieße, wenn ich hier. Was? Der ist jetzt aber. Der ist jetzt aber gerade vor mir gespawnt. Voller Spawn-Kill. Ich habe gar keine Granaten mehr. Oh, was? Ich habe eine. Was ist das? Ist das eine OMP? Ich habe keine Ahnung. Ne, das ist eine MP7. MP7 hier. Die sieht man ja kaum. Nahkampf. Jawohl. Durchschnetzeln hier. Auf jeden Fall haben sie jetzt mal andere Modelle. Das finde ich aber gut. Da ist ein Teammate. Oh, Slow-Mo. Oh, habt ihr das gesehen? Das epische Slow-Mo? Was haben wir hier? Wieso sollte man solche Fässer bei sich im Schlafzimmer haben? Verstehe ich nicht. Ja. Kann ich eigentlich auch Bunny hoppen? Denke nicht, ne? Nö. Same game, please wait. John, we have to find Lock 4. That's where Kareem's supposed to be. Oh. Da. Granate. Also diese KI ist einfach göttlich. Ihn einfach da hinrennt und gleich wieder stirbt. Oh. Fast hätte er mich gehabt. Habe ich hier noch irgendwie andere Waffen? Barrett. Nee. Okay. Nicht in diesem Ton, Zune, Mann. Na, Kampf! Okay. Oh, das ist hier Block 4, was? Okay. Was eignen Sie im Map? Holy shit. John Cena can see a map. He can see what we can't see. Oh, Gott. Max, I got a location on a map. 10 kilometers west. Can you check that out? That's the old power plant, that's right. That's right. No shit. War das nicht der Plan von Anfang an? Ich verstehe es nicht. Okay, auf jeden Fall. Okay, was kommt jetzt? Ladescreen. Powerplant. Gut, aber ich würde sagen, das war's für das von diesem Spiel. Ich weiß wirklich noch nicht, wie ich das nenne, diese Serie. Ich würde sagen, danke, dass ihr mit dabei wart, wo es um dieses schlechte Spiel ging. Also ja, obwohl für 50 Cent kann man, 50 Rappen, ist ja jetzt Schweizer Franken hier bei Steam, kann man nicht viel sagen. Ja, aber es ist trotzdem nicht wirklich gut. Also, was soll ich sagen? Kann ich mich, okay. Hier kann ich mich wieder hochbacken. Okay. Oh. Ich will mal schauen, wo ich mich hier überall rausbauen kann. Diese Sprunganimationen. Gehen wir hier noch ein bisschen auf Wanderschaft. Oh, okay, kann ich nicht mehr raus. Nein. Okay, puh. Das war knapp. So. Ja, ich gehe jetzt wieder zurück. No failure mission. Okay, gut. Ich würde sagen, bis dahin. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.